zugeben. Wir hätten nie gedacht, dass wir mit dieser Nummer durchkommen. Vor allem nicht live, in der Öffentlichkeit, umrundet von x Zuschauern, die uns von allen Seiten aufs Schärfste beobachten. Erst als sich unser Zuschauer im Transformator langsam in Luft aufgelöst hat und nur Augenblick später an einem völlig anderen Ort wieder erschienen ist, erst dann haben wir realisiert, dass wir mit dem Ganzen durchgekommen sind und wir die perfekte Illusion geschafft haben. Ich war 8 Jahre alt, und ich habe zaubern. Ich habe einen Zauberkasten bekommen auf Weihnachten. Das hat mich fasziniert und von diesem Weg habe ich gewusst, ich will später mal zaubern. Ja, in dieser Hinsicht ist mir 3 Jahre voraus. Ich habe mit 11 zuerst mal angefangen zu zaubern. Als ich im Ausland einen grossen Zauber gesehen habe, bin ich zurück in die Schweiz und hey, das muss ich auch können. Vor 7 Jahren sind wir dann ein Duo geworden und in diesen 7 Jahren haben wir wirklich tolle Momente gehabt, tolle Momente auf der Bühne mit grossen Künstlern und Künstlerinnen. Und seitdem sind wir auf der Suche nach der perfekten Illusion, der perfekten Täuschung. Ja, und eine perfekte Illusion heisst, das ist nicht einfach nur eine Illusion. Das ist eine Illusion, die weltweit einzigartig ist. Etwas, was es noch nie gegeben hat. Ich würde sagen, eine Sensation. Was braucht es für die perfekte Illusion? Ein Effekt, der unmöglich ist. Ja, haben wir einen Effekt, der unmöglich ist? Nein, haben wir nicht. Können wir uns so eine Illusion selber bauen? Nein, für das sind wir zu unbegabt. Stimmt. Ja. Da gibt es eine generelle Illusion, die unmöglich ist. Gibt es auch nicht. Wie würde für dich die perfekte Illusion aussehen? Ja, dass vielleicht am einen Ort verschwinden und gleichzeitig am anderen wieder auftauchen. Und wie stellen wir das an? Beamen. Beamen? Ready to beam up, Jim. Das Ganze hört sich eigentlich simpel an, aber auch dort hat es kritische Stimmen gegeben. So, ihr habt also die perfekte Illusion. Ja, am einen Ort verschwindet man, praktisch gleichzeitig taucht man am anderen wieder auf. Ja, habt ihr denn schon so eine Illusion? Nein. Ja, habt ihr denn schon Pläne, um so eine Illusion zu bauen? Nein. Ja, angenommen, ihr hättet Pläne, um die Illusion zu bauen. Hättet ihr ein Budget dazu? Nein. Ja, angenommen, ihr hättet Pläne und das Budget. Wäre denn Technologie schon erfunden, um so eine Illusion zu realisieren? Nein. Weißt du, jede gute Idee wird zerrissen, bodig und tot diskutiert. Reg dich nicht auf, Nico. Doch, es nervt mich. Wir haben schnell gemerkt, auf die herkömmliche Art und Weise mit einer Falltür und einem doppelten Boden wird das nichts. Darum haben wir uns etwas Spezielles müssen einfallen lassen. Wobei, eine Person verschwinden zu lassen, das können wir. Die gleiche Person praktisch gleichzeitig an einem völlig anderen Ort wieder erscheinen zu lassen, das hat uns noch vor grosse Probleme gestellt. Aber wir haben alles gegeben. Und auch mit modernster Technik sind wir nicht schneller geworden. Wir haben uns wirklich eine schwierige Aufgabe gestellt. Und wir haben schnell herausgefunden, wir brauchen eine zweite Person. Also, die erscheint. Und von der anderen gleicht. Und wir sind wirklich langsam unter Druck gekommen. Ja, langsam ist gut. Wir haben noch 10 Tage bis zur Premiere. Und wir brauchen immer noch 2 Personen, die sich gleichen. Woher bekommen wir die? Und dann ist er gekommen, der Tag der Wahrheit. Alles oder nichts? Thank you.
plötzlich aus dem Glaskasten verschwunden gewesen. Und einen Augenblick später war er dort oben gewesen. Unglaublich. Was? Hey, Nino! Also, sehr interessant. Wir sind nachher auf die Bühne schauen. Unter dem grossen Glaskasten hat es kein Loch im Boden. Es hat kein Loch. Also muss der mal irgendwie sonst aufgebeamt worden sein. Wenn ihr uns und unseren Transformator live erleben wollt, ohne Zwilling, dann kommt unsere Show schauen. Wir sind jetzt auf Tournee mit unserem neuen abendfüllenden Programm Transformagie. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Homepage www.zauberduo.ch. Es würde uns freuen, möglichst viele von euch dort begrüßen zu dürfen. Ciao zusammen. Bis bald. Das war für mich so wichtig, weil es war für mich ein Kindheitstraum, mit Zaubern auf die Bühne zu gehen. Und das Gefühl. Ja, das Gefühl. Und vom Publikum stehen.